Wer hat die coolsten News in Deutschland? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Top the News. Heute geht's um Mighty Cynic Beef, um einen ermordeten Battle Rapper und um Pilz, die überlegt, ihre Battles zu löschen. Los geht's! Ja, wir haben ja gedacht, es ist jetzt ein bisschen Ruhe eingekehrt in die ganze Cynic und Mighty Geschichte. Da gab es wohl auch einen Post und wahrscheinlich ja auch ein gemeinsames Zusammenkommen auf dem Twitch-Kanal. Allerdings hat sich jetzt jemand zu Wort gemeldet und zwar Jigsaw. Denn es geht um folgende Zeile. Digga, 37 Jahre hat's gedauert. Dann hast du Bauer endlich mal was aufgenommen und am Ende ist der Song wie Jigsaw. Man wünschte sich, er wäre nie rausgekommen. Ja, man könnte jetzt sagen, okay, klar, die schießt ein bisschen in seine Richtung, ist jetzt aber auch nicht das Härteste, was man so gehört hat. Auf jeden Fall findet Jigsaw das Ganze nicht so cool und musste dazu natürlich erstmal ein bisschen was sagen. Meinte, hey, man wünscht keinem, dass man in den Knast geht. Und er wirft auch in den Raum, dass Kollega gesagt hat, er wolle Mighty gewinnen lassen, weil er Cynic unsympathisch findet. Wir wussten bis jetzt auch nichts von der Sache, ob das Ganze stimmt. Keine Ahnung. Ich denke mal, Mighty wird es auch nicht gewusst haben, wenn es so sein sollte. Ob da was dran ist, werden wir vielleicht noch herausfinden. Jigsaw hat auf jeden Fall ein kleines Statement abgegeben. Hier seht ihr, was er zu Mighty sagt. Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich will ein, zwei Dinge loswerden, dann bin ich schon wieder weg. Guck mal, hör mal zu, Bubi. Du hast damals gewonnen, nicht weil du besser bist oder weil Cynic schlechter war. Du hast gewonnen, weil Kolle das so wollte. Weil Cynic, nach seinen eigenen Aussagen, die ich gehört habe, weil Cynic einfach ein unsympathischer Typ ist und nichts auf dem Alpha-Channel zu suchen hat. Deswegen hast du gewonnen. Diese Schiebung-Miebung stimmt schon, damit du Bescheid weißt. Punkt 1. Punkt 2. Da muss ich mir heute solche Zeilen anhören von einem Typ, der bis heute nichts gerissen hat, außer vielleicht das Jungfernhäutchen von kleinen Mädchen. Okay? Lass dich gerne mal darüber streiten, dass ich vielleicht ein unsympathischer Psychopath bin, der aufs Ganze geht, ja. Aber seien wir mal ehrlich. Komm, seien wir mal ehrlich. Ich habe bis heute das Doppelte erreicht, was du jemals erreichen wirst, Dicker. Jemals. Moritz, du bist einer, du gehst auf Battles und lässt deine Familie beleidigen. Du gehst dahin und lässt deine Familie beleidigen. Es ist unser Leben, das Leben echter Hustler, das Leben echter Tags, über was du versuchst zu rappen. Ich wette mit dir, du hättest damals zu gerne in meine Haut gesteckt, Dicker. Okay, und noch eine Sache, Moritz. Es sind genau Menschen wie du, solche Zinker wie du, die sich wünschen, Menschen wie ich würden heute noch sitzen. Weißt du? Aber Gott ist der Größte. Und einige fragen mich jetzt, warum ich das mache. Ist klar, warum die mich fragen, weil dieses Battle juckt keinen. Der musst du sogar kotzen. Das Battle hat keinen gejuckt. Diane, du bist an Irrelevanz nicht zu übertreffen. So, diese ganze Verein da, das, was alles da stattgefunden hat, war an Irrelevanz nicht zu übertreffen. Und in der nächsten Story könnt ihr sehen, warum ich das jetzt mache. Eigentlich mit Fischen wie dir geben wir uns nicht ab, weil... Bruder, hier Jiggy. Madam, komm mal her, zeig mal kurz deine Eier. Feiner Junge. So, weißt du, was ich meine? So, man wünscht Leuten nicht den Knast. Ihr werdet jetzt verstehen in der nächsten Story, warum ich antworte. Man wünscht Menschen nicht den Knast. Du 31er. Ja, natürlich muss Mighty dann auch was dazu sagen. Ist völlig klar, er selber sagt auch so, hey, nimm das Ganze einfach nicht so ernst. So, wir wollen eigentlich alle ein schönes Leben haben und das haben wir nicht, wenn wir uns alle nur aufregen. Aber guck mal selbst, was Mighty dazu sagt. Ach du, der Jigsaw, hast gedacht, ich hab dich vergessen oder was? Jetzt hör mal nur zu, Junge. Das meiste von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Natürlich nicht alles. Wie zum Beispiel, dass ich gerne deine Haut stecken würde oder gesteckt hätte. Da kennst du mich schlecht, Digga. Ich liebe meine Haut. Du solltest Dinge, die in Rap-Battles gesagt werden, nicht allzu ernst nehmen. Ich schreibe selber regelmäßig mit meinen Jungs, die sitzen. Das war einfach eine Punchline, die zieht. Das war's. Du hast ja offensichtlich noch viel vor und bist hier oben. Und ich möchte dir nur ans Herz legen, wenn jemand deinen Namen in den Mund nimmt, vor allem so ein kleiner Fisch wie ich, dann nimm das nicht zu ernst und nicht zu persönlich. Weil sonst wirst du nicht mehr glücklich im Leben. Und das wollen wir nicht, oder? Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Ja,
Ist natürlich die Frage so, muss man Battle Rap jetzt ernst nehmen? Kann man alles lustig sehen? Ich finde, man sollte nicht immer alles so hart nehmen. Name-Dropping gehört halt auch mit dazu. Ist ein Stilmittel im Battle. Ich hoffe, dass die beiden auf jeden Fall keinen harten Beef miteinander haben werden. Auf der anderen Seite kann man natürlich verstehen, dass sich jemand trotzdem persönlich angegriffen fühlt, weil er nichts mit diesem Battle zu tun hat. Was denkt ihr über die Situation? Was ist eure Meinung? Schreibt's in die Kommentare. Musik. Es ist wieder soweit. Lars Unlimited ist back. Nach 4 Jahren droppt er nun sein neues Album Last Man Standing. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jede Menge Punchlines und Flows, hoffen aber auch, dass wir in Zukunft Lars mal wieder bei einem Battle sehen können. Bis dahin werden wir uns auf jeden Fall sein Album anhören, macht es auch und gönnt ihm seinen Hack. Ja, wir kennen ja sicher alle das Battle, wo die Rapperin Pilz mit einem Kopftuch gegen Niedernip battelt und krasse Zeilen rappt. Die einen sagen, ey, es war übelst scheiße und die anderen sagen, es war übelst geil. Es gab wirklich wenig Leute in der Mitte. Es wurde viel drüber diskutiert. Wir dachten auch, das ist schon lange zu das Thema. Aber Pilz macht das Ganze wieder auf, denn sie überlegt, ihre Battles löschen zu lassen. Sie sagt selbst, dass ihre rassistischen Narrative, die sie im Battle benutzt, nicht in Ordnung seien und dass man, um das Gedankengut nicht zu verbreiten, eigentlich die Battles löschen müsste. Sie will das aber nicht im Alleingang machen, sondern erstmal ein bisschen diskutieren. Hat es auch gemacht auf ihrem Kanal. Um 19 Uhr am Donnerstag war das Ganze. Was dabei rausgekommen ist, wie die Diskussion verlaufen ist, müsst ihr selbst gucken. Geht auf ihren Insta-Kanal, schaut mal rein. Wir berichten auf jeden Fall, wenn es dazu Neuigkeiten gibt. Kommen wir nun zu einem wirklich tragischen Ereignis. In Russland ist ein Battle-Rapper ermordet worden, Andy Cartwright, und zwar von seiner Freundin. Das Krasse an der ganzen Geschichte, er ist nicht nur ermordet worden, sie hat ihn auch tatsächlich zerstückelt. Aber fangen wir mal an, wie das Ganze wohl ans Tageslicht gekommen ist. Denn die Freundin hat einen Anwalt kontaktiert, nachdem sie den Andy ermordet hat, und bat den Anwalt, ihr zu helfen, die Leiche zu beseitigen. Der Anwalt hat das Ganze dann natürlich der Polizei gemeldet, wodurch das ans Tageslicht gekommen ist. Die Freundin von Andy Cartwright begründete das Ganze, dass sie ihn zerstückelt hat, weil sie nicht wollte, dass die Fans von Andy ihn so sehen. Er wäre nämlich angeblich an einer Überdosis gestorben und dieses Bild wollte sie den Fans ersparen. Was das Ganze natürlich wieder etwas unglaubwürdig macht, ist, dass sie zum Beispiel die Organe gewaschen in einer Waschmaschine hatte. Schon wirklich sehr merkwürdig, wenn man nur verhindern möchte, dass die Fans jemanden so sehen. Was auch noch ans Tageslicht gekommen ist, dass die Mutter wohl auch an der ganzen Sache mitbeteiligt war und geholfen hat, die Wohnung nach der Tat sauber zu machen. Laut Gerüchten, die in Russland kursieren, soll das Ganze auch eher aus Eifersucht geschehen sein, denn Andy hatte wohl eine Affäre, womit seine Freundin nicht ganz so zurechtgekommen ist und deswegen ist es möglicherweise zu dieser Tat gekommen. Was aber wirklich passiert ist, werden weitere Ermittlungen noch ans Tageslicht bringen. Wir werden auf jeden Fall nochmal darüber berichten, sobald die ganze Sache dingfest ist. Das waren die Top 10 News. Ich bin Nice. Kommentiert, abonniert, klickt die Glocke. Wir sehen uns.